Es ist nun noch notwendig, über die Münchner Verhältnisse zu berichten, über Dinge, die leicht vergessen werden und die zeigen, was in Deutschland geschehen wäre, wenn der Bolschewismus gesiegt hätte. Schnell wird vergessen, welchem Terror und welchen Gräueltaten damals München ausgesetzt war. Nirgends in Deutschland konnte sich eine Räteherrschaft so lange halten, nirgends so ins Leben eingreifen wie gerade in München. Wie schon einmal gesagt, bildete die Stadt mit einem größeren Landbezirk eine kommunistische Insel im Lande. Die Grenzen waren von Rotgardisten besetzt, die jeden Zu- und Weggang kontrollierten, und zwar nicht alleine von Reisenden, sondern auch von Waren. Die Bauern der nicht unmittelbar von Roten besetzten Gebiete lieferten nichts mehr nach München. Die Lebensmittelnot war unsagbar. Da wenig Milch in die Stadt kam, starben die Kinder in größerer Zahl. Einer Kommission, die sich bei Levin-Nissen beklagte, antwortete dieser: »Lassen Sie doch die Bürgerbelger verrecken. Jedes Kind, das so stirbt, ist ein Feind des Proletariats weniger.« Unter dem Vorwande, nach Schmuggelwaren suchen zu müssen, drangen die Arbeiterwehren in die Häuser ein und nahmen mit, was sie fanden. Systematisch wurden Hospitäler, Krankenhäuser, Klöster ausgeplündert. Um die Meute auf ein Haus loszulassen, genügte die Behauptung, dass dort gehamsterte Lebensmittel lägen. Neben den Lebensmittelkontrollen wurde die Bürgerschaft durch die dauernde Festnahme von Geiseln in Angst und Schrecken gehalten. Zwei Berichte über solche Vorfälle seien hier wiedergegeben, und am 23. April 1919 berichten die Münchner Neuesten Nachrichten: »Am Osterdienstag um 6 Uhr erschien ein Lastkraftwagen, der mit 10 bewaffneten Soldaten und Arbeitern besetzt war, am Bavaria-Ring, um zur Festnahme von Geiseln zu schreiten. Sie drangen in verschiedene Häuser ein und erklärten insgesamt 13 Personen, darunter Gebrechliche und Greise, für verhaftet. Die Festnahme erfolgte zum Teil in rohester Form. Einen Haftbefehl konnten die Leute nicht vorzeigen. Nachträglich wies ein Soldat einen Streifen Papier vor, unterzeichnet vom revolutionären Obmann des Bezirkes Westend, des Inhalts: »Der Vorzeiger ist ermächtigt, Geiseln festzunehmen.« Die Auswahl der Personen erfolgte anscheinend aufgrund eines alten Adressbuches, denn auf der Liste stand auch ein Oberregierungsrat von Grundherr, der spätere Polizeipräsident, der im Jahre 1917 verstorben war. Unter den Verhafteten befand sich ein 68 Jahre alter Studienrat, ein nerven- und blasenkranker Privatier, ein Hauptmann AD, ein protestantischer Geistlicher, ein Oberregierungsrat vom Verkehrsministerium. Dieser hatte einen Ausweis des Volksbeauftragten Paulukum, der ihn unter den Schutz der Räteregierung stellte, seine Festnahme untersagte. Die Antwort des Soldaten lautete kurz: »Den Schwindel kennen wir schon.« Die Geiseln wurden bei 2 Grad Kälte auf einem offenen Lastwagen in die Guldeinschule befördert und dort in ungeheizten Turnsaale untergebracht. Um 10 Uhr vormittags wurden sie in die Polizeiwache in der Astaller Straße gebracht und dort in 2 Verbrecherzellen eingesperrt. Hatten sie auch nicht über die Behandlung selbst sich zu beklagen, so mussten sie doch wilde Drohungen über Erschießen an die Wandstellen anhören. Ein Soldat erklärte: »In München würden 1500 Geiseln festgenommen, die beim Anrücken der Regierungstruppen diesen entgegengeschickt würden.« Am späten Nachmittag erfuhren die Geiseln die Anwesenheit eines Vollzugsratmitgliedes. Durch Bestechung des Postens gelang es den Geiseln, mit diesem zu sprechen. Dieser bezeichnete die Festnahme als Eigenmächtigkeit, und seinem Einschreiten ist es zu verdanken, dass man am Abend die Geiseln wieder freiließ. Der letzte, der die Zelle verlassen durfte, war der protestantische Pfarrer. Gegen seine Freilassung hatte die Wache sich besonders gewehrt, wobei ein Soldat erklärte: »Sie sind vom Beruf aus Geistlicher und die Räteregierung sieht in jedem Geistlichen einen gefährlichen Menschen, da das System der Kirche gegen die Räteregierung ist.« Um 7:30 abends wurde jedoch auch der Pfarrer in Freiheit gesetzt. Die Angabe des Soldaten, dass 1400 oder 1500 Geiseln erschossen werden sollten, bezieht sich auf ein Protokoll der Kommandantur,
in dem der Antrag gestellt und mit 6-7 Stimmen abgelehnt wurde, das Geiseln auf der Theresienwiese zusammengetrieben und mittels Maschinengewehren niedergeschossen werden sollten, wenn die Regierungstruppen vormarschierten. Über eine Erinnerung an die Geiselverhaftungen berichtet ein Transrhenane in der Kurzeitung Nummer 2 des Jahres 1929. Unter den verschiedenen Regierungsformen, die München in jener Zeit über sich ergehen lassen musste, gab es einen sogenannten Zentralrat, der sich in Unterorganisationen gliederte, in denen mehr oder weniger zweifelhafte Elemente sich zusammenfanden, um die Massen einem Leben in Schönheit und Würde entgegenzuführen und dabei selber ein wenig im Trüben zu fischen. Diese Herrschaften fühlten sich auf ihrem Throne nicht ganz sicher und hatten das Bedürfnis, sich gegen etwaige Angriffe zu sichern. Das geeignete Mittel hierzu schien ihnen die Festnahme von Geiseln aus einflussreichen Kreisen zu sein. Es war an einem Frühjahrsmorgen des Jahres 1919. Wir paar überalterten Aktiven mit dem Reifezeugnis zum Aha in der Tasche, das wir nicht hervorziehen durften, saßen in der neuen Börse. Da kam vom Präsidenten des Präsidialen Korps die Meldung, wir sollten uns sofort zu einem AOSC einfinden. Was wir da erfuhren, war überraschend genug. Der Zentralrat hatte von den waffenführenden Studenten Münchens Geiseln gefordert. Der Bauernrat hatte im Hotel Bayerischer Hof eine Flucht der besten Zimmer inne, wo er auf Kosten der Allgemeinheit nicht gerade sehr bäuerlich lebte. Hier wurden wir vorgelassen und erfuhren, dass der Zentralrat unweigerlich auf seinem Standpunkte festhalte und die Gerüchte von einer bevorstehenden Aktion der Studentenschaft ihn zwinge zu den angekündigten Maßnahmen. Der Verfasser, Herr Max Schmidt, berichtet dann über die Verhandlungen und schildert seinen Gang nach Stadelheim, wo er vom späteren Polizeipräsidenten Pöhner empfangen wurde. Dieser sagte ihm, er könne nicht viel für die Geiseln tun, da er selber stramm unter Aufsicht stehe, was aber getan werden könne, solle geschehen. Der Berichterstatter kommt dann in die Zelle, wo er 4 Kommilitonen vorfindet. Beim gemeinsamen Abendbrot macht er die Bekanntschaft der anderen Geiseln. Man musste es den Herren vom Zentralrat schon lassen. Sie hatten bei der Auswahl dieser Geiseln Sinn und Verständnis für Qualität bewiesen. Man sah in der Tischrunde den kommandierenden General von F, den General von L, den obersten K von KR, den Reichsrat von A, den fanatisch national denkenden Verlagsbuchhändler Lehmann und manch andere hochgestellte Persönlichkeit, deren Name mir im Laufe der Jahre entfallen ist. Diese Männer saßen bereits ununterbrochen seit 14 Tagen in Haft. Wer denkt noch daran, dass Sontheimer in den Münchner Kindelsälen vor Tausenden von Schulkindern einen Lichtbildervortrag hielt, in dem er erklärte, wie eine Empfängnis verhindert wird? Wer weiß noch, dass in allen Kommandanturen in den Wachstuben sich Frauen und Mädels schamlos herumtrieben und dass zum Beispiel in der Residenz die Kinder durch die Scheiben dem Treiben zusahen, dass Vernehmungen stattfanden, bei denen der Vernehmende sein Mädel auf dem Schoße hatte. Anfang April 1919 war sehr viel Schnee gefallen, bis weit in die Ostern blieb der Schnee liegen. Warum sollte er auch entfernt werden? Es wurde ja doch jeden dritten Tag gestreikt. Wer Plakate aufhob, die von Fliegern abgeworfen wurden, musste zur Strafe in den Kasernen, Schulen und Wachstuben die Klosette reinigen. Als das Geld zu Ende ging, wurden die Safes in den Banken ausgeräumt. Das Gold der Reichsbank und der preußischen Botschaft konnte jedoch mit Hilfe des Kampfbundes nach Berlin gebracht werden, ebenso wie es dem Kampfbunde gelang, die in der Residenz lagernden Kisten vor dem Zugriff der Roten zu schützen. Die Straßen wurden überhaupt nicht mehr gereinigt. Ja, München war ein Saustall, bildlich und wirklich geworden. Es war Zeit, das ausgemistet wurde.